Er hat echt ein bisschen was von Two-Face. Blöde Idee. Hat so ein bisschen Moonlight Greatsword Optik. So ein bisschen. Ich wollte 20.000 saven. Gott, wo sind wir jetzt? Wo bin ich denn? Nicht hier raus, oder? Maybe. Nee. Hier ist definitiv gar nichts gut. Dann gehen wir hier rum. Meinst du, ich sehe den Orb da oben nicht? Wow. Warum sind hier so viele Orbs? Haben wir es dann? Okay, cool. What is this? Baum der Kriegerprobe. Oh, how about we don't do this? Ich geh wieder. Obwohl, wer weiß, was es für eine Belohnung gibt. Komm her. Oh Gott. Er ist wieder angesprungen. Ich hasse die Viecher. Die sind einfach viel zu tanky. Ist das was? Fuck das. Gut. Yellow Orb. Okay. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, weil ich habe eh Checkpoints, aber okay. Oh Gott. Spätestens Donnerstag über die Hälfte der Mitarbeiter krank. Ich wüsste gar nicht warum. Vielleicht weil draußen einfach die absolute Todestemperaturen herrschen. Aber hey, ab 19. soll es wieder wärmer werden. Well, I guess wir gehen mal klettern. Oh wait, das nehme ich mit. Okay. Gut, das erinnert mich ja so ein bisschen an... Ach Gott, wie hieß das eine lustige Level in Mario? TikTok Tower? Ist das den TikTok Tower? Ich weiß nicht mehr.
Aber erinnert mich dann doch sehr daran, wenn ich ehrlich bin. Das war der falsche Weg, I guess? Nee, never mind. Ups. Oh, wirklich? I'm not dealing with this shit. Mit allem anderen ja, aber nicht mit diesen scheiß Kackviechern. Warum habe ich einen Sound gehört? Warum kann ich meine Kamera nicht drehen? Hm. Deswegen hier lang. Mehr Leben. Mit what? Hier sind nur Orbs. Anscheinend nicht hier lang. Aber wo dann? Nach hier außen? Na, hier ist nichts. Weiter hoch. Da ist eins. Oh Gott. Gott, Erhank macht das Ganze hier wenigstens erträglich. Jester Fighter. Ja, du bist definitiv hell. Unterschreibe ich so. Oh, das ist das. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht das Rundell-Ding, ja. Das ist das, wo ich so ein paar Dinger habe. Okay. Ja. Oh Gott, jetzt kommt der Ballblödsinn.
Ich hasse diesen Fight so sehr, ne? Das ist ridiculous. Das ist einfach so nervig. Fight. Who's laughing now? Ich muss sagen, nicht der Jester. Okay, Raum der drei magischen Siegel, wo nur ein Siegel von funktioniert. Cool. Oh boy. What do we have here? Fenster vor, ich sehe mein Chat nicht ganz. Ja, das Menüdesign hat auch nur damals geklappt. Also das ist heutzutage, denkst du dir auch so, what is this, dude? Ich meine, es funktioniert, aber es ist halt, du merkst, dass es alt ist. Von da bin ich gekommen, also hier lang. Oh boy, hätte ich jetzt gerne Trickster. I guess hier, hier und dann drüber. Ich meine, das hier ist besser als 1 und 2, aber du spürst halt immer noch so ein bisschen die, die alten Resident Evil Einflüsse, besonders was die Kamera angeht. Jump. Okay, pretty linear gerade. I like this. Nicht schön, DMC rumzulaufen, seinen Weg zu suchen, ist ziemlich nervtötend. Ich glaube, welches DMC hat das abgeschafft? Eigentlich 5, oder? Ich weiß, in 4 bist du auch teilweise noch umhergeirrt. Ich kann euch nicht launchen, das ist ein Problem. Oh, ich kann euch launchen. Ich muss einfach nur anders machen. Au. Es war einfach mal interessant zu sehen, wie sich das Genre so entwickelt hat, weil, dude, holy shit, DMC 1 und 2 sind halt unspielbar, wenn du das hier gespielt hast. Weil die sind halt richtig jank. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass auf normal die Enemies ziemlich spongy sind. Also ich habe nichts dagegen, dass die alle irgendwie, ne, du hast für so für jeden Enemy deine verschiedenen Taktiken. Aber ich finde die alle ein Ticken zu spongy. Weil du hast halt keine Möglichkeit, deine Waffen abzugraden. Du bist... Ne? Du kannst halt einfach nur Style-Shit machen. Und das war's halt. Eine Waffen-Upgrade-Set ist maybe. Aber alles, was du basically hast, ist Swordmaster-Shit. Der zwar cool ist, weil du jetzt eine Air-Combo hast, aber jetzt so unfassbar geil ist der auch nicht.
Ich habe nicht mehr realisiert, dass das dass das alles so spongy ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich einfach auf Normal gestellt, auf Easy gestellt, relativ early. Weil ich spiele es gerade basically nur für die Story. Jetzt habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, habe diese super ätzenden Mobs einfach zu instakillen. Oh, ist das der... Oh Gott, das ist der Mirror Fight. Oh, oh, das ist Doppelgänger, das ist ätzend. Ich weiß, die eigentliche Strategie ist, du benutzt Quicksilver hier. Aber rat mal, wer kein Quicksilver hat. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. Come on, poser. Oh, wait. Das ist nicht der Fight, das ist der andere Fight. Okay, ich kann ihn nicht mal attacken, wenn er nicht im Licht steht. Und dann springt er auch noch aus dem Licht raus. Okay, cool. Okay. Alles klar, Game. Alles klar. Da ich keinen Bock habe auf einen Fight, der sich 3 Stunden die Länge zieht. Die sind alle so schwammig. Das ist ja das, was mich nervt. Ich meine, ich kann die töten, klar, aber irgendwann ist es einfach nur noch, ne? Ausdauer. Ich habe keinen Nerv drauf, bin ich ganz ehrlich. Du hast ja den Doppelgänger-Style gekriegt, so rum war's. Aber hey, ne, weißt du, für sowas spielt man halt auf dem PC, da muss man sich, ne, da kannst du halt so schwammy Shit irgendwie mal probieren und wenn du einfach siehst, okay, das ist mir zu schwammy, kannst du einfach sagen, nope. Ist mir zu schwammy. Weil ich kann halt auch nicht einfach frei die, Schwierigkeit ändern in dem Game hier. Das ist noch nicht. Ich glaube, in 4 kannst du das, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde 4 aber definitiv auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad spielen. What? Oh, nicht.